Ein ganz liebes Hallo in die Runde. Na, meine Lieben, geht es euch gut? Ich hoffe doch. Also wir sind hier gerade auf unserer Einkaufstour. Es ist Samstag. Ich habe mir gedacht, ich fange einfach mal das neue Video an. Wir waren eben noch auf der Tankstelle. Da habe ich meine Käsestange bekommen. Ich liebe die da so sehr. Also die schmecken mit am besten, finde ich. Ja, und jetzt gehen wir erstmal zum Asiamarkt rein und danach erstmal zum Brötchenladen, hätte ich fast gesagt. Wir holen so ganz bestimmte Dönerbrötchen immer in Ottensen. Aber danach dann fahren wir zu Action. Darauf freue ich mich natürlich schon besonders. Und die habe ich schon so lange gesucht oder beziehungsweise auch jedes Mal vergessen, wenn ich im Rewe war. Die hier, diese Onigiris, da bin ich total gespannt. Die mag ich bestimmt. Die sind ja so ähnlich wie Sushi eigentlich, ne? Ich werde berichten. Richtig cool. Zurück im Auto. Ich will diese Teile schon die ganze Zeit ausprobieren. Ich habe hier so einen koreanischen Kimchi-Style. Also wenn das nicht passend ist, weiß ich aber auch nicht. Wir probieren das jetzt mal zusammen, ob das wirklich gut schmeckt. Das muss ja eigentlich so schmecken wie Sushi, ne? Denke ich mal. Ich bin gespannt. Erstmal aufkriegen, ne? Die ganze Geschichte hier. Ich weiß auch gar nicht, ob das ohne Sojasauce überhaupt schmeckt. Ich saug gerade ein ganzes Auto ein. Das ist ein Problem, ich hoffe nicht. Dass das hier so offen ist, ist ja auch nicht normal, ne? Aber gut. Ich beiß einfach mal rein. Wir probieren mal. Schmeckt richtig gut. Mmh, lecker. Also das wird nicht der letzte gewesen sein. Der ist richtig gut. Gut, dass ich noch einen mitgenommen habe. Ne? Also von daher bin ich abgesichert. Richtig lecker. Guter Kauf. Wir sind jetzt wieder zu Hause und jetzt ist hier große Essenszeit. Selbst bei den Hundedamen, die lassen sich das auch gerade schmecken. Ihr habt es ja gesehen, wir waren bei diesem leckeren türkischen Bäcker. Oh. Die Brote und das ganze Gebäck da schmeckt so gut. Das lohnt sich so sehr, da extra hinzufahren. Hier ist selbstgemachter Tzatziki. Ein bisschen Tomate und Gurke mit Zwiebeln. Wer möchte? Also, vielleicht sollte ich vorher sagen, was wir machen, ne? Ich bin ja auch so ein Scherzkeks. Also, ich habe hier dieses vegane Dönerfleisch. Das brate ich hier gerade an. Schön knusprig, das ist wichtig für uns. Und dann füllen wir diese Brötchen damit, beziehungsweise das Fladenbrot und dann mit Tzatziki und ja, wie beim Dönermann halt, total lecker, alles vegetarisch. Das sind übrigens die besten Jalapenos von Gut und Günstig, die schmecken so gut, die sind so schön knusprig, die mag ich sehr, sehr gerne. Ich muss eben umrühren, sonst brennt mir das hier an. Und hier ist übrigens ein vegetarischer Jägertopf, auch sehr lecker, lässt sich der Julian gerade schmecken. Ja, ich mache mal weiter, denn wir wollen jetzt unbedingt essen, wir haben alle Bärenhunger. So muss das. Die beiden sind voll am Betteln hier. Ja, ihr habt doch eben auch Happy gemacht. Das riecht toll, ne? Das riecht richtig lecker. Das Brot ist auch schon mit Butterkäse im Backofen und dann kann das große Essen auch gleich losgehen. Oh, ich freue mich schon so. Kennt ihr das, wenn einem das Wasser im Munde zerläuft? Oder wie heißt das? Nee, ich weiß es gerade. Wie heißt das nochmal? Zerläuft, ne? Ja, zerläuft, danke. Also mit dem Trinken habe ich ja immer so verschiedene Phasen. Ich weiß gar nicht, letztens war es, glaube ich, die Apfelschorlenphase. Davor war das die Rhabarberschorlenphase. Die ist übrigens jetzt zurückgekehrt. Ich liebe das so sehr. Ich mag ja nicht Wasser pur trinken. Mag ich überhaupt nicht und ich trinke eh viel zu wenig. Und davor war es die, oh, was war das? Ananas-Kokos? Saft, Schorle, ich weiß es nicht mehr. Also ich habe immer irgendwas anderes. Aber wie gesagt, im Moment ist es wieder die Rhabarberschorlenphase. Da habe ich dann groß getönt am Samstag. Wir fahren zu Action und danach still ruht der See. Wurde das Thema nicht mehr angesprochen. Das geht natürlich so nicht. Wir waren tatsächlich bei Action, aber ich habe mal wieder nicht wirklich viel gefunden.
man geht da ja eher auf die Suche, oder? Also so ist es doch. Ich bin da immer wie so ein Trüffelschweinchen irgendwie und freue mich natürlich, wenn ich schöne Sachen finde, insbesondere Bastelkram, aber in der Bastelabteilung war gar nichts Neues. Ich habe die Tüte hier stehen. Ich hatte euch das ja letztes Mal schon gesagt, ich sammle immer für euch und wenn die Tüte voll ist, dann mache ich einen Action-Haul. Sie ist fast voll, aber da sind eher so die großen Sachen drin, deshalb ist sie halt gut gefüllt. So Aufbewahrungskörbe. Aber das ist jetzt nicht so wirklich spannend und ansonsten so ein Bastelkram fast gar nichts. Also muss ich weiter sammeln. Nur das Problem ist, bis ich nächstes Mal wieder zu Action komme, wird auf jeden Fall so ein bisschen Zeit ins Land gehen und dann sind die Sachen eventuell nicht mehr aktuell. Ich muss mir noch mal Gedanken darüber machen. Aber als erstes muss ich mir... Was macht ihr da eigentlich? Habt ihr euch wieder so arg lieb, ne? Ja, ich habe euch auch lieb. Als erstes muss ich mir aber jetzt tatsächlich über das Mittagessen Gedanken machen. Wir sind heute nicht in der vollen Besetzung. Ich denke mal, ich werde was ganz Einfaches machen. Ich mache den Reiskocher an, also koche ein bisschen Reis. Ich war ja am Samstag noch beim Asiamarkt gewesen. Und dann werde ich wahrscheinlich so einen Kohlrabi-Salat, also ich sage jetzt einfach mal Kohlrabi-Kimchi dazu. Es ist kein Kimchi. Kimchi wird ja mit Chinakohl gemacht. Klar, aber trotzdem sagen wir das da irgendwie zu. Dann wissen wir immer hier in der Familie, was gemeint ist. Und diese Paste, die hatte ich euch schon mal gezeigt, die ist so lecker. Also wenn ihr auf asiatisches Essen steht und wenn ihr das auch ein bisschen scharf mögt, dann müsst ihr diese Paste probieren. Die ist so lecker. Ihr seht das wahrscheinlich jetzt spiegelverkehrt. Ich würde euch das auch gerne vorlesen. Aber ich werde mich blamieren, weil ich überhaupt nicht weiß, wie das ausgesprochen wird. Muss ich meine Mama nächstes Mal fragen. Gochujang Hot Pepper Paste. Oder ich lasse es lieber. Ich lasse es lieber an dieser Stelle. Ich zeige euch das einfach. Das braucht ihr dann unbedingt, wenn ihr das, wie gesagt, auch scharf mögt. Und Sesamöl und Sojasauce. Also ich finde, das muss man immer so da haben. Und wenn man das da hat, dann kann man ganz schnell einfache Rezepte machen, beziehungsweise sich so ein kleines asiatisches Gericht kochen, wie zum Beispiel, wenn man Kohlrabi da hat oder andere Gemüsesorten. Dann kann man da ganz schnell sich was zaubern. Ich finde, das schmeckt immer sehr, sehr gut oder als Dip auch. Total lecker. Wisst ihr was, wir machen das jetzt einfach. Ist jetzt, wie gesagt, nichts Spektakuläres, aber mir fällt jetzt auch nichts anderes ein und ich habe auch keine Lust, ehrlich gesagt, nochmal einkaufen zu gehen. Ich schneide einfach jetzt die Kohlrabi und setze ein bisschen Reis auf. Ne? Und vielleicht mache ich noch Omelette oder so. Wir gucken mal. So, meine Lieben, ich nehme euch jetzt hier ein bisschen mit. Kommt da jemand? Ja, der Julian kommt nach Hause. Wir lassen uns aber nicht stören. Ich koche immer nach Gefühl. Das ist immer so ein bisschen schwierig dann mit genauen Mengenangaben. Aber ich versuche heute mal mein Bestes. Ist überhaupt kein Hexenwerk, aber vielleicht mag das der ein oder andere mal ausprobieren. Nebenher koche ich gerade Sojabohnensprossen auf, so ungefähr 3 Minuten, 4 vielleicht, aber nicht zu lange, sonst schmecken die nicht mehr knackig genug, finde ich jedenfalls. Also ich mag das gerne knackig. Dann werden die nachher im kalten Wasser abgeschreckt, also sie werden blanchiert in der Fachsprache. Ne? Wollen wir auch mal ein paar Fachbegriffe hier reinwerfen. Genau, das machen wir aber später, beziehungsweise, nee, ich lasse die jetzt mal eben kurz kochen, weil dann wird das sonst zu laut und dann hört ihr hier mich nicht sprechen und das wäre ja schlecht. Ich lasse das mal eben kurz kochen und gieße die ab und dann geht es hier mit dem Kohlrabi weiter. Könnt ihr so überhaupt was sehen? Ich hoffe. Also, jetzt machen wir mal weiter mit unserer Kohlrabi. Ich versuche, wie gesagt, jetzt mal eine Mengenangabe für euch zu machen. Ich habe hier 3 Knoblauchzehen aufgeschnitten und habe die klein gehackt. Ich muss gerade lachen, weil die Nala macht hier gerade eine Show. Also, Knoblauch, je nach Wahl, für mich kann das gar nicht genug Knoblauch sein. Ich liebe Knoblauch so sehr. Das kommt hier alles rein. Dann natürlich auch Salz, hätte ich fast vergessen. Ich würde sagen, jetzt für eine Kohlrabi, ja, 1 Teelöffel. Oder ist das fast zu viel? Ja, vielleicht nicht so gehäuft. Ein knapper Teelöffel, dann kann man das schon mal ordentlich umrühren. Und dann nochmal ein schwach gehäufter Esslöffel von dieser Soße. Also von dieser Paste.
Obwohl, es kann ruhig ein bisschen mehr sein. Also ich mag es gerne scharf, je nach Belieben. Ich mache jetzt erstmal so viel da rein und dann vermenge ich das. Dann kommt gleich noch ein bisschen Soja, nee, gar nicht wahr, Sesamöl dazu. Und dann ist das auch schon fertig. Das geht sehr, sehr schnell und das ist wirklich lecker. Wenn ihr, wie gesagt, auch gerne pikant essen mögt, dann ist das ein ganz schnelles, tolles Rezept. Jetzt machen wir noch ein bisschen Sesamöl, wie gesagt, da rein. Ich muss mal gucken. Ich würde sagen, 2 Esslöffel. Das ist schon relativ viel, aber lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Das ist ja verdammt lecker. Und wenn man möchte, habe ich fast vergessen, hole ich mal eben noch Sesamkerne. Da stolper ich hier über Affi rüber, überall liegen Spielsachen. Also ein paar Sesamkerne dazu, auch fürs Auge. Gar nicht verkehrt. Und dann wird das ordentlich vermengt. Ich kümmere mich jetzt um den Sojabohnensprossensalat. Ich habe den einfach mit kaltem Wasser abgeschreckt. Übrigens habe ich den Kohlrabi jetzt einmal umgefüllt in eine kleine Schüssel und habe noch ein paar Sesamkerne oben drauf gegeben. Ich finde, das macht immer noch mal was aus. Das Auge ist schließlich mit. Und hier nehmen wir auch nur Sesamöl, Sojasauce und eventuell ein bisschen Salz. Braucht man aber eigentlich gar nicht, weil die Sojasauce schon salzig genug ist. Dann nehme ich diese hier. Ich kann euch gerne auch noch mal das Sesamöl zeigen. Gibt es eigentlich auch im normalen Supermarkt. Ich kaufe die Sachen aber immer im Asiamarkt. Und nicht zu vergessen, fast vergessen, wie konnte das passieren? Auf jeden Fall gibt es bei mir fast nichts außer Kuchen ohne Kohlrabi, hätte ich jetzt fast gesagt. Ohne, na sagt mal schnell. Ja, Knoblauch. Genau, danke schön. Knoblauch. Oh Mann, manchmal ist das nicht so einfach. Auf alle Fälle sind das so ungefähr 2 Knoblauchzehen, 2 kleine. Die kommen hier noch mit rein. Dann muss ich wieder mal ungefähr gucken, was ich da an Sesamöl verwende von der Menge her. Ich würde jetzt sagen, auf jeden Fall einen guten Esslöffel. Nee, da kann ruhig noch ein Esslöffel rein. So. Und auf jeden Fall, Moment, jetzt kriege ich die nicht auf. Mindestens auch 2 Esslöffel Sojasauce. Das muss man zwischendurch sonst mal abschmecken. Das war fast ein bisschen viel. Ich vermenge das mal eben und dann probiere ich das und dann sage ich euch noch mal, wie ich das mit der Mengenangabe im Nachhinein machen würde. Aber das ist echt nicht einfach. Ne? Normalerweise immer hier ein Schuss und da ein kleiner Schuss und dann gucke ich immer, was ich noch brauche. Aber ich würde jetzt sagen, das ist okay. Sieht schon mal ganz gut aus. Ich verrühre das hier noch mal ein bisschen und dann sage ich euch gleich noch mal, wie es schmeckt. Also ich habe den Geschmacktest gemacht. Es schmeckt mir super gut, aber ich würde wahrscheinlich nächstes Mal weniger Sesamöl nehmen, also eventuell für meine Menge 1 Esslöffel Sesamöl und 2 Esslöffel Sojasauce. Genau. Und ein paar Sesamkerne dürfen da auch wieder mit rein. Das schmeckt immer gut. Und dann kümmere ich mich jetzt noch mal ganz kurz um das Ei und dann können wir auch schon essen. Ich glaube, der Reis ist auch schon durch. Jetzt mache ich mir noch ein Omelett dazu. Habe ich irgendwie Lust drauf, aber nur für mich. Die Kinder wollen nicht. Da habe ich hier einfach schon Pfeffer dazu gegeben. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Salz. Aber nur ein ganz bisschen, denn ich werde da auch ein bisschen Sojasauce zugeben. So einen kleinen Schuss. Gesundheit, Ella. Und nicht zu vergessen, genau, Knoblauch. Und das wird dann gut vermengt. Das schmeckt so gut. Und dann kommt das in die Pfanne. Und ich benutze hier auch wieder Sesamöl. Genau. Und habe hier auch noch so ein paar Sesamkerne dazugegeben.
Sesamkerne passen irgendwie überall zu, finde ich. Und das sieht immer so schön aus. Oh, lecker. Ich freue mich. Der Reis dampft hier ordentlich. Wir lassen uns das jetzt schmecken. Die Kinder freuen sich auch. Und das kommt ja nicht oft vor. Die mögen das sehr gerne. Gut, der Luca Toni ist heute nicht da. Der isst nicht so gerne koreanisch. Dementsprechend, ja, lassen wir uns das jetzt schmecken. Was ich euch noch kurz zeigen wollte. Ich bin heute Abend auf einem Geburtstag eingeladen. Schaut mal, die Karte habe ich eben gebastelt. Und ich habe eben auf Instagram gefragt, ob ich da so kleine Steinchen draufkleben soll. Oder lieber nicht. Aber die Umfrage hat ein ganz klares Ergebnis gehabt. Pack da Steine rauf, habe ich gemacht. Finde ich auch ganz schön. Also relativ schlicht. Ich habe da eine Stanze von Action verwendet. In der Kamera sieht man das ganz schlecht, weil alles in weiß ist. Also das Vogelhaus ist eine Stanze von Action. Die Erdbeeren sind von Kreativdepot und der Vogel auch. Und da oben der Spruch zum Geburtstag und der Anhänger ist auch von Kreativdepot. Ja, wollte ich euch nochmal ganz kurz zeigen. Es sind ja nicht alle bei Instagram. So, jetzt habe ich mich dreimal unterbrechen lassen. Egal, was jetzt kommt, ich lasse dieses Video laufen. Wir lassen uns hier nicht mehr unterbrechen. Ich habe uns das doch so schön muckelig gemacht. Ich habe sogar die Kerze angemacht. Das ist die von Action mit den Holzdochten. Die habe ich euch auch schon gezeigt gehabt. Und ich muss sagen, dass die bei mir auf jeden Fall sehr gleichmäßig abbrennt. Guckt mal. Die war schon ordentlich in Benutzung und ich würde mir die immer wiederholen. Ich finde die total toll und ich liebe ja das Geräusch. Gerade wenn man abends ganz muckelig ein Buch liest und das mache ich ja im Moment total gerne. Und apropos Buch, das ist eine gute Überleitung. Ich wollte einmal ganz kurz zeigen, was ich jetzt in der letzten Woche so gelesen habe und was ich gerade lese. Ich fange mal mit Golden Bay an von Bianca Iosuoni. Also keine Angst, ich erzähle jetzt nicht stundenlang über Bücher. Ich will sie euch einmal ganz kurz nur gezeigt haben. Und zwar sieht das so aus. Es ist so schön, dieses Buch. Und auch der Farbschnitt gefällt mir total gut. Und ich kann es empfehlen. Also ich sage es immer wieder dazu, es gibt keine schlechten Bücher meiner Meinung nach. Es ist alles Geschmackssache, aber dieses Buch hat mir tatsächlich gut gefallen. Ich habe so ein bisschen gebraucht, in die Geschichte reinzukommen. Ich war am Anfang, ich weiß gar nicht, so bis Seite 70 oder 80, noch so ein bisschen im Zwiespalt. Gefällt es mir gut oder gefällt es mir eher nicht so gut? Es war so ein bisschen langatmig, also nach meiner Auffassung. Es ist ein Liebesroman, aber auch mit einer Tragik, also es ist nicht alles nur Friede, Freude, Eierkuchen in diesem Buch, aber was ich besonders schön fand, ist die Kulisse, die beschrieben wird. Also ich hatte richtig das Gefühl, dass ich auf dieser Insel, das ist ja so eine kanadische Insel, glaube ich, Golden Bay, dass ich mit auf dieser Insel bin, mit den jungen Leuten und da solche, wie sagt man, so ein richtiges Sommergefühl mitbekommen habe. Also das hat mir richtig gut gefallen. Ich habe auch schon den zweiten Band bestellt, ich glaube, der kommt Mitte oder Ende Mai raus. Dann werde ich definitiv auch den zweiten Teil lesen. Ich muss ja wissen, wie es weitergeht. Und dann habe ich noch diese Woche auch von Julie Clark Der Tausch gelesen. Das sieht so aus und das hat mir gar nicht gefallen. Also so überhaupt nicht. Ich habe da nur gute Sachen von gehört. War ja auch mal der Spiegel-Bestseller, also auf Platz 1. Aber ich muss sagen, es hat mich gar nicht abgeholt. Ich fand es auch nicht spannend. Ja, brauche ich auch nicht viel zu erzählen. Hat mir nicht gefallen. Und seit gestern oder vorgestern? Ich glaube, seit vorgestern lese ich Die Sieben Schwestern. Das sieht so aus. Und da bin ich erst auf Seite 90. Also da kann ich noch nicht viel zu sagen. Bis jetzt gefällt es mir ganz gut. Und ich habe das auch auf Instagram erzählt. Und da haben mir schon ganz viele geschrieben, dass sie das gelesen haben und richtig gut finden. Ich bin gespannt. Also wie gesagt, bis jetzt gefällt es mir ganz gut. Ich bin da aber noch nicht zu 100% drin. Ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, dass ich oberkritisch bin. Ich habe mir schon meine Gedanken gemacht, wenn ich ehrlich bin. Aber ich denke, es braucht noch ein bisschen Zeit und dann werde ich auch so richtig in die Geschichte eintauchen. Werde ich euch selbstverständlich berichten. Und hier, ich weiß, ja, sieht man, hier hinter mir habe ich jetzt so einen Wagen stehen. Das sind alles meine Bücher, die ich noch lesen möchte. Ich habe das schon erzählt, ne? Oh, das ist ganz schlimm im Moment. Das ist so eine neue Sammelleidenschaft von mir, habe ich das Gefühl. Nee, das ist nicht nur ein Gefühl, das ist so. Ich liebe, oder ich habe ja immer schon Bücher geliebt. Ich hatte vorher auch so viele Bücher, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Aber mittlerweile habe ich sie fast alle verschenkt. Hier im Schrank,
So ein Teil seht ihr. Da habe ich so ein paar Bücher behalten, die ich halt ja nicht hergeben mag. Das sind auch ganz viele Bücher aus meiner Jugend zum Beispiel. Die möchte ich gerne behalten. Ansonsten habe ich mich von ganz vielen Büchern getrennt, einfach aus Platzgründen. Und dann habe ich mir irgendwann auch so gesagt, du liest sie kein zweites Mal. Was sollen die jetzt hier einstauben? Ist ja Quatsch. Gib die mal ab, dann können andere Freude daran haben. Und jetzt, ja, habe ich wieder irgendwie so eine Phase, wo ich die Bücher horte. Obwohl ich mir jetzt gesagt habe, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Was mache ich jetzt hier eigentlich? Ding Dong, jemand zu Hause? Nein. Ich hatte euch doch letztes oder vorletztes Mal mein Schlafzimmer gezeigt. Und da ist mein Regal ja noch relativ leer. Und da stelle ich jetzt alle Bücher rein, die ich dieses Jahr lesen werde, damit ich einen Überblick habe. Und dann habe ich so ein extra Fach jetzt für die Bücher, die ich richtig gut fand, und ein Fach für die Bücher, die ich nicht weiterempfehlen würde. Und dementsprechend sammle ich jetzt erstmal, aber wenn das Jahr durch ist, dann möchte ich die Bücher dann auch weitergeben. Also vielleicht nicht alle, aber die meisten. So ist jedenfalls der Plan. Ich möchte sie nicht alle behalten. Dann sollen andere, wie gesagt, lieber Freude daran haben, denn ich werde sie kein zweites Mal lesen. Ja, das sind die Bücher, die ich hier so habe. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert, ob ich euch die einmal ganz kurz abfilmen sollte. Ich kann das hier einfach gleich mal einspielen. Even if you try, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Ich habe mir gestern zwei Bücher gekauft. Und zwar einmal von Mona Kasten, Save Me. Und auch dieses Buch hat mich eventuell optisch angesprochen. Es sieht so aus. Das wurde ja auch total gehypt. Ist ja auch schon ein bisschen älter. Und dann habe ich noch von Ewald Ahrens alte Sorten mitgenommen. Ihr merkt schon, ne? Also ich kann mich auch gar nicht auf ein bestimmtes Genre festlegen. Möchte ich auch gar nicht. Das gibt so schöne Bücher. Ich lese von bis. Also, nee, da muss ich mal ganz kurz Einschränkungen machen. Ich lese schon Thriller, aber die dürfen nicht zu brutal sein. Die dürfen mich nicht zu doll mitnehmen, dafür bin ich zu sensibel. Aber ansonsten lese ich fast alle Bücher. Das sieht so aus. Ich habe auch schon ein paar Bücher von Sebastian Fitzek gelesen, obwohl mir da zum Beispiel der Elternabend gar nicht gefallen hat, aber das ist ja kein Thriller. Aber da waren schon Bücher dabei, die waren richtig gut, aber Holla die Waldfee, die haben mich auch so richtig mitgenommen. Die habe ich im Urlaub gelesen. Danach war ich ein paar Tage so ein bisschen mitgenommen. Ganz ehrlich, bin ich wahrscheinlich ein bisschen zu sensibel für. Ja, meine Lieben, das wollte ich euch erzählen über meine Bücher. Und jetzt gehe ich mal ganz kurz an den Schreibtisch, denn ich habe eben so einen Smoothie getrunken. Und da wollte ich mal gucken, ob ich die Schrift abkratzen kann. Ihr kennt doch bestimmt auch diese schönen Marmeladengläser. Diese, ich flirte hier zwischendurch, ne? Nicht, dass ihr euch wundert, die kleine Ella flirtet mich hier gerade an, beziehungsweise ich flirte sie an. Ich würde sie euch auch gerne zeigen, nur wenn ich jetzt die Kamera bewege, dann läuft sie weg. Sie ist ja immer so oberängstlich, ne, Mäuschen? Kann man sie jetzt sehen? Nee. Man kann dich gar nicht sehen, aber auf dem Sofa sieht man dich eh nicht so gut. Jetzt kommt sie. Jetzt sieht man dich. Ja, du bist ja eine süße Maus, ne? Da wollte ich mal gucken, ob ich die Schrift abbekomme. Vielleicht mit einem Bastelmesser oder so. Das bekommt man bei diesen Marmeladenglas ja auch immer ganz gut hin und dann kann man die doch immer so toll dekorieren. Und ja gut, jetzt weiß ich nicht, was ich mit dieser Flasche anfangen will. Vielleicht ein paar Blümchen da rein, aber sieht irgendwie auch komisch aus, ne? Aber ich mag das jetzt nicht wegtun, ich will das zumindest ausprobieren. Und dann möchte ich diese eine Sprechblase mit Hooray, möchte ich gerne stehen lassen. Ich probiere es einfach mal aus. Ich werde dann berichten. Ja, und heute Abend gehe ich mal wieder auf den Geburtstag. Und da freue ich mich schon ganz, ganz doll drauf. Diese Woche ist so eine richtige Geburtstagswoche. Tja, Mama geht wieder auf den Geburtstag. Deswegen habe ich die Haare jetzt auch gerade ein bisschen komisch. Ich habe mir die so ein bisschen eingedreht und noch nicht durchgebürstet. Weil wenn ich die jetzt schon durchbürste, dann ist von den Locken nachher nichts übrig. Deswegen mache ich das erst kurz, bevor ich losgehe. Ja, was wird das denn jetzt hier, mein Schatz? Meine Lieben, ich mache hier mal weiter und trinke meinen Kaffee jetzt auch mal aus. Der ist mittlerweile schon kalt. Und dann, ja, treffen wir uns eventuell gleich am Schreibtisch wieder. Ich habe das jetzt gerade mal ausprobiert. Man bekommt die Schrift leider nicht ab, wie bei diesem einen Marmeladenglas. Ich hätte gedacht, das ist ohne Probleme möglich. Aber na gut,
Dann ist das so. Und jetzt spielen wir eine Runde. Die Ella ist schon ganz aufgeregt. Ich habe nämlich was Feines hier. Ella, kommst mal zurück, bitte. So ist nicht die Spielregel. Sie macht schon wieder ihre eigenen Spielregeln. Wir spielen nämlich Verstecken. Ich verstecke jetzt dieses Leckerli hier und ihr sucht. Sitz. Bleib. Und jetzt nicht wieder schummeln, ne? Bleib. So, und jetzt gehen wir mal ins Wohnzimmer. Hoffentlich wird euch nicht schwindelig. Und dann verstecken wir das einfach mal hier auf dem Klavierstuhl. So, jetzt wollen wir mal gucken. Okay. Ein tolles Spiel. Na, wer findet das zuerst? Das wechselt sich meistens immer ganz gut ab bei den beiden. Das müssten die ja eigentlich riechen, ne? Oh! Ganz warm. Oh, hat sie nicht gesehen. Du bist ein blindes Huhn, Nala. Direkt davor. Aber sie riecht das jetzt. Wow! Die Nala hat's gefunden. Prima! Wollen wir noch eine Runde spielen? Okay, also wenn die Ella sich dreht, heißt es ja. Und wenn die Nala... Nicht so laut! Den Leuten fliegen doch die Ohren ab. Wir spielen noch eine Runde. So, die Damen des Hauses. Damit meine ich uns drei. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Wir haben uns das muckelig gemacht. Ich werde jetzt erstmal schön mein Buch weiterlesen. Und dann geht's auch schon los zum Geburtstag. Ich freue mich schon so doll. Da sehe ich alle meine Lieblingsmädels wieder. Wir sind da ja so eine Gruppe. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Wir treffen uns ja mindestens einmal im Monat bei mir. Und zwischendurch natürlich auch. Und heute ist ja ein Geburtstag. Das ist dann auch außer der Reihe. Und ich finde das auch so klasse, dass die sich untereinander auch so gut verstehen. Die meisten haben sich durch mich kennengelernt. Und das ist ja nicht selbstverständlich. Das ist echt ein Geschenk. Also wir kennen uns ja auch nicht erst seit gestern. Das sind schon wirklich sehr, sehr lange Freundschaften. Das ist was ganz Besonderes. Da muss man auf jeden Fall ganz gut drauf Acht geben. Da lasse ich auch nichts drauf kommen. Und das ist einfach ein total schönes Gefühl, dass man weiß, dass man sich zu 100% auf die verlassen kann. Das ist unbezahlbar. Meine Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Und ja, vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Normalerweise sage ich das ja immer nicht, aber ich hatte gerade Lust. Warum soll ich das nicht auch mal sagen, ne? Kann ja nicht schaden. Und es wäre auch richtig cool, wenn viele von euch abonnieren würden. Weil ich sehe das ja immer an dieser Videoanalyse, dass die meisten, ich glaube, das sind fast 70%, gucken immer wieder meine Videos und abonnieren gar nicht. Das kostet nichts und es tut auch gar nicht weh. Das wäre richtig cool, da würdet ihr mir einen Riesengefallen mit tun und mich unterstützen. Also einmal abonnieren und Daumen hoch und kommentieren. Das wäre richtig toll. Meine Lieben, ich danke euch und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.